Hallo ihr Lieben, mein Name ist Kesha und ich freue mich auf unsere CBD-Yoga-Stunde. Wir gehen heute gemeinsam in einen guten Morgenflow, der dich aktiviert und gut gelaunt in den Tag starten lässt. Wir kombinieren hier CBD und Yoga, beides braucht seine Regelmäßigkeit. Ich nehme meine CBD-Tropfen meistens vor der Stunde, aber das ist natürlich total dir überlassen. Und jetzt lass dich einfach drauf ein. Ich freue mich auf dich. Bis gleich auf der Matte. Dein Kesha. Wir beginnen im Stehen. Kreise deine Schultern nach vorne und nach hinten. Und dann dreh deinen Kopf nach links und nach rechts. Und nun schwing hier deine Arme von links nach rechts. Schüttel deine Hände etwas aus und komm an den Anfang deiner Matte Tadasana. Wir beginnen mit den Sonnengrüßen. Atme ein, die Arme gehen über den Kopf. Atme aus in die Vorbeuge. Ein, der rechte Fuß geht nach hinten. Atem anhalten, der linke kommt dazu. Knie, Brust, Bein, Kinn absenken, Fußrücken erden. Atme ein, komm in die Cobra. Und mit der Ausatmung lässt du dich mit Länge auf die Matte. Atme ein ins Kind. Atme aus in den herabschauenden Hund. Und dann beginne hier mit dem Wassertreten. Versuch hier die Fersen einzeln an den Boden zu bekommen. Winkel dafür die Knie an und streck die Beine wieder aus. Ich schaue hier meistens noch unter meinen Achseln durch und mache kleine Twists. Atme ein, der rechte Fuß geht nach vorne. Atme aus, der linke kommt dazu. Ein, über den Kopf und aus, die Hände gehen vors Herz. Namaste. Nächste Seite links. Ein, über den Kopf und aus in die Vorbeuge. Ein, links nach hinten, Atem anhalten, rechts dazu. Aus, Knie, Brust, Bein, Kinn absenken, Fußrücken erden, atme ein, komm in die Cobra, Ellenbogen nah am Körper. Und mit der Ausatmung lässt du dich mit Länge auf die Matte. Ein, in das Kind und aus, zurück in den herabschauenden Hund. Ein, links nach vorne, aus, rechts dazu. Ein, über den Kopf und aus, die Hände gehen vors Herz, Namaste. Nächste Seite rechts, ein, über den Kopf und aus in die Vorbeuge. Ein, rechts nach hinten, Atem anhalten, links dazu. Aus, Knie, Brust, Bein, Kinn absenken, Fußrücken erden. Ein, komm mit Länge nach vorne in die Cobra und aus, lass dich auf die Matte runter. Ein, Gesäß Richtung Fersen. Und aus, zurück in den herabschauenden Hund. Ein, rechts nach vorne, aus, links dazu. Ein, die Arme über die Seiten nach oben und aus, die Hände gehen vors Herz, Namaste. Ein, über den Kopf und aus in die Vorbeuge. Ein, links nach hinten, Atem anhalten, rechts dazu. Aus, Knie, Brust, Bein, Kinn absenken, Fußrücken erden und ein, schieb dich in die Cobra. Mit der Ausatmung komm mit Länge im Nacken auf den Boden. Ein, in das Kind und aus, zurück in den herabschauenden Hund. Ein, links nach vorne, aus, rechts dazu. Ein, über den Kopf und aus, die Hände vors Herz, Namaste. Tadasana. Nimm die Hände an die Hüfte, mach einen großen Schritt mit rechts nach hinten in die Grätsche. Und dann dreh den linken Fuß raus, den rechten etwas rein, winkel das linke Knie an, wir sind im Krieger. Die Arme auf der gleichen Höhe, die Schultern entspannt, der Blick konzentriert über dem linken Mittelfinger. Atme ein, streck das Bein durch, atme aus. Der linke Handrücken geht an das Schienbein, die Schultern übereinander gestapelt, Trikonasana. Ein, Arme auf gleiche Höhe und zurück in den Krieger 2. Atme ein, komm ein Stück nach vorne, atme aus in den Reverse Warrior. Der Blick in die obere rechte Handfläche. Atme ein, zurück in den Krieger. Streck das linke Bein durch,
Bring die Füße parallel zu den Außenkanten der Matte. Komm mit den Füßen wieder zusammen und kontrolliert an den Anfang deiner Matte. Hände zurück an die Hüfte und dann mach einen großen Schritt mit links nach hinten. Die Fußaußenkanten parallel zu den Außenkanten der Matte. Dreh den rechten Fuß raus und den linken etwas rein. Winkel das rechte Knie an. Die Arme auf der gleichen Höhe, die Schultern entspannt. Atme ein, streck das Bein durch, atme aus, komm mit dem rechten Handrücken an das Schienbein, die Schultern übereinander gestapelt, der Blick zum oberen linken Daumennagel. Atme ein, die Arme auf gleicher Höhe, atme aus, setz dich wieder zurück in den Krieger 2. Atme ein, komm ein Stück nach vorne und dann in den Reverse Warrior, der Blick in die obere rechte Handfläche. Und zurück in den Krieger 2. Atme ein, streck das Bein durch, bring die Fußaußenkanten parallel zu den Außenkanten der Matte und komm zurück an den Anfang deiner Matte. Tadasana. Atme ein, die Arme gehen über den Kopf. Atme aus in die ganze Vorbeuge. Ein rechts nach hinten, aus links dazu. Und dann komm hier in den herabschauenden Hund und bring die Knie zum Boden. Vierfüßler, Hände unterhalb der Schultern und jetzt kommst du hier in den Fersensitz. Komm auf deine Knie, platziere deine Hände am unteren Rücken, die Ellenbogen schön nah zusammen, schütze hier deinen unteren Rücken, wir gehen in das halbe Kamel und dann öffne dich mit der Einatmung hier im Brustraum, schau Richtung Himmel und komm hier langsam wieder zurück in den Vierfüßler, Hände unterhalb der Schultern, Knie hüftbreit unterhalb der Hüften, zieh den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule, atme ein, komm in die Kuh, Blick zum Himmel, atme aus, Kinn zum Brustbein, runder Rücken. Noch einmal ein in die Kuh und aus Katze. Noch einmal. Achte auf den Wirbelsäule und zurück. Mit der nächsten Einatmung kommst du in den neutralen Vierfüßler. Und dann schieb dich hier zurück ins langgestreckte Kind. Das Gesäß geht Richtung Fersen. Wander hier mit den Händen noch mal ein Stückchen weiter nach vorne. Mach dich hier richtig lang. Und dann spür die Luft ein- und ausfließen an beiden Nasenlöchern. Platziere die Hände rechts und links von deinen Schultern und komm hier in den Fersensitz. Schlag die Beine um und komm in den Stocksitz. Der Rücken lang, die Sitzbeinhöcker freigelegt. Nimm dein rechtes Knie an dich ran. Setz den rechten Fuß übers linke Bein. Erde den rechten Fuß gut auf der Matte. Der linke Arm umgreift das rechte Knie. Atme ein, der rechte Arm geht über den Kopf. Atme aus, setz die rechte Hand hinter deinem Rücken ab. Mit jeder Einatmung finde hier Länge im Rücken und im Nacken. Mit der Ausatmung dreh dich hier weiter auf. Atme ein, der rechte Arm geht über den Kopf. Atme aus, dreh dich zur offenen Seite auf, kleine Gegenbewegung. Und dann streck das Bein wieder am Boden aus, zurück im Stocksitz. Hol das linke Knie an dich ran, setz den linken Fuß übers rechte Bein. Der rechte Arm umgreift das linke Knie, atme ein, der linke Arm geht über den Kopf. Atme aus, dreh dich nach hinten. Mit jeder Einatmung finde Länge im Rücken und im Nacken. Mit der Ausatmung dreh dich hier weiter auf. Mit
Mit der Einatmung geht der linke Arm über den Kopf. Mit der Ausatmung drehst du dich zur offenen Seite auf, kleine Gegenbewegung. Und dann komm hier zurück in den Stocksitz und komm in die Mitte deiner Matte und lass dich vorsichtig runter auf die Matte. Nimm die Knie sofort an dich ran und massiere deinen unteren Rücken aus. Beide Richtungen. Greif dir deine Fußaußenkanten und komm ins Happy Baby. Drück die Knie aktiv Richtung Boden und schaukel nach links und rechts. Von hier aus verbindest du die Fußsohlen miteinander, lässt die Füße am Boden absinken, die Knie fallen nach links und rechts raus, der liegende Schmetterling. Bring die Knie wieder zusammen. Platziere die Füße hüftbreit, die Arme links und rechts vom Körper. Nimm die Hüfte ein Stückchen nach rechts und lass die Knie nach links fallen. Du kannst jetzt den linken Fuß aufs rechte Knie setzen, der Blick entgegengesetzt, beide Schultern gut geerdet. Bring die Knie wieder nach oben, platziere die Füße wieder mattenbreit. Lass die Knie zusammenfallen und dann komm hier auf die andere Seite. Lass die Knie nach rechts fallen. Der rechte Fuß auf dem linken Knie, die Schultern geerdet, der Blick entgegengesetzt der Knie. Bring die Knie nun einmal noch einmal an dich ran. Auch die Stirn ans Knie, ganz runder Rücken. Und beginne mit der Rückenrolle. Über den gesamten Rücken, gesamte Wirbelsäule, rollst du hier nach vorne und nach hinten. Und dann kommst du mit Schwung nach oben, atme ein, die Arme gehen über den Kopf. Und mit der Ausatmung Hände vors Herz, Namaste. Und dann lass die Hände sinken, Tadasana. Und du hast es geschafft. Schenk dir ein Lächeln. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Gute.